Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Remember Me. Ja, wir sind das letzte Mal in den Saint-Michel-Bezirk, haben jetzt gesucht und ja, müssen jetzt weiterhin abhauen. Dann machen wir doch mal. Und ja, das haben wir das letzte Mal noch gelernt. Über und über. So, geht doch. Du bist fast an der Rotunde und die Saber-Einheit hat eine Spur verloren. Dann gehen wir mal runter. Gleichheit, Brüderlichkeit, sagt dir das noch was? Flüchtlinge des Klimawandels. Da geht's nicht weiter. Dann gehen wir doch drüben mal weiter. Ich würde mal sagen, die haben es ziemlich schön, im Gegensatz zu dort, wo wir am Anfang gelandet sind. Strebt nach Utopia, schafft aber die Hölle auf Erden. Dieses blöde Sensor-Netzwerk war sein erster Versuch. Und sowas passiert dann. Okay, ein er ist der AD. Chef von Nein, er ist das große Genie. Dahinter das launische Talent im Elfenbeinturm. Die Direktorin von Memorize ist seine Frau, Scylla Katja Wells. Ein Name, zwei Köpfe, 1000 Gründe, die Wände hochzugehen. Schauen wir mal schnell da. Da ist das AD, aber nichts dabei. AD. Gut, haben wir es gleich. Das war wieder Zufall. So. Wenn es dort nicht weitergeht, gehen wir mal dadurch weiter. Fahrstuhl inaktiv. Wallets bei der Arbeit. Ich finde es auch schön, wie alles so mitten im Raum angezeigt wird. Alle Informationen, alle Reklamen, alles. Ah, da haben wir auch Bad Request. Nillen die Jägerin, ich bin dein größter Fan. Danke. Ich habe schon eine Route erkundet. Ich kaufe nicht zum ersten Mal im Land der Reichen ein. Ich suche das Architekturbüro. Hier ist alles drin. Vor einer Stunde habe ich mir den idealen Weg gemerkt, um den Drohnen zu entgehen. Folge ihm einfach. Es ist eine Riesenehre, von den Besten geöffnet zu werden. Wie Autogramme geben. Okay, wir sollen ihm jetzt die Erinnerung rauben. Okay, machen wir es doch mal halt. Fertig? Alles bekommen? Ja. Folge meiner Vergangenheit. Eine Reminiszenzspur, durch die du an den Thron vorbei, durch die Komfortburg, bis hin zu Kaori Sheridan kommst. Ich habe Memo-Bojen an der Route gelegt, sehr gut verankert. Sie sagen dir, wann du meine Reminiszenzen aktivieren sollst. Besten Dank, dass du meinen Kopf nicht entleert hast. Ein Moment lang dachte ich, du wolltest unsere Begegnung löschen. Auch nie vergessen. Okay. Du größter Fan? Ja. Eine Reminiszene, eine virtuelle Projektion einer digitalen Erinnerung, die in Echtzeit durch erweiterte Realität dargestellt wird. B, um sie zu aktivieren. Okay. Probieren wir doch das gleich aus. Hallo Nille. Wenn alles nach Plan lief, hast du gerade mit mir gesprochen und nun Zugang zu dieser Reminiszene. Mach genau, was ich tue. Dann kannst du dir einen Weg zu deinem Ziel bahnen. Ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Okay, genau. Dein Sensing überlagert deine Umgebung mit meinen Erinnerungen von diesem Ort. Mit deinem Handschuh synchronisierst du dich mit ihnen und kannst versteckte Informationen finden. Also gut, ich lass dich synchronisieren. Wir treffen uns drüben. LB drücken und B drücken. Okay. Ah.
Ist auch noch cool gemacht. Einfach so das Ganze öffnen. Da geht's hoch. Die zwei, ja, könnte es hochgehen. Ich will aber gerne noch da hin. Okay, und euch zwei muss ich wohl umlegen. Gut. So. So, kommt das System wieder. Nein. Arbeiten. Ah, kannst du noch mehr oder weniger. So. Und Powerschlag. Okay. Sie können jedes Mal Fuchs hinzu getroffen werden. Okay, ein Fokus-Bonus. Okay. Es und Preston verbrauchen einen Fokusballen. Okay. Gut zu wissen. So kämpft man. So. Ja, jetzt ist die Frage, wo ging's rauf? Geht's auf jeden Fall nicht mehr weiter. Das hier ist außer Betrieb. Dann gehen wir mal hoch. Ach komm schon. Ich will hoch. So. Hoch. Da oben ist offen. Okay. Hey, ich bin wieder da. So, spielen wir Folge dem Führer? Rüber und hoch. Raus aus dem Mist. Dahin muss nichts mehr. Das soll man nicht nett mich nass machen. Gut, dann bringen wir uns das Bild mal ein. Lift. Das könnte da hinten sein. Okay. Mitten auf dem Weg. Gut. Gut zu wissen. Oh. Toll. Wenn du den Drohnen begegnest, pass auf. Die stellen keine Fragen, wenn du weißt, was ich meine. Bleib außerhalb ihrer Ortungskegel, dann bist du sicher. Das Problem ist nur, die Ortungskegel zu sehen. Ich habe ein Gerät gebaut, mit dem ich sie als Overlay auf meinem Sensen sehen kann. Jedes Mal, wenn du meine Reminiszene aktivierst, kannst du sie durch mein Gedächtnis sehen. Ja. Wenn du den Drohnen begegnest, pass auf, sie stellen keine Fragen. Gut, bleib außerhalb ihrer Ortungskegel, dann bist du sicher. Das Problem ist nur, die Ortungskegel zu sehen. Ich habe ein Gerät gebaut, mit dem ich sie als Overlay auf meinem Sensen sehen kann. Jedes Mal, wenn du meine Reminiszene aktivierst, kannst du sie durch mein Gedächtnis sehen. Ah, so, da hinten haben wir ja gleich das. Was ist denn das? Fokupack oder. Ah, den Sidepack. Okay. Na komm schon, ich will wieder rauf. So. Nur ein kurzer Sprung bis zum Ziel. Verdammt! Sohn! Nur ein kurzer Sprung bis zum Ziel. Ja. Christmas Morde. Eine Sammlung
meiner besten Verhaftungen. Unzensiert. Mit Christmas-Morde feierst du das ganze Jahr Weihnachten. Weihnachten das ganze Jahr. Toll. Dieser Kid Christmas. Ich kannte ihn. Ein Gedächtnisjäger wie ich. Wahr. Nun die Schande deines Berufsstands. Ein potenzielles Genie, das seine Seele für Geld verkaufte. Okay, so eine Tür. Davor liegt ein Pack. Okay. Das sieht mir aus, als würde es weitergehen, weil es da wieder rausgeht. Was ist da hinten? Da komme ich nicht. Ah. So, da haben wir ja die Tür. Nehmen wir. Fünfter. Ah. Da haben wir den Fokus Boost. Okay, wie wieder rein da drin. Ah. So. Technologie, okay. Und ich würde zwar sagen, Bücher. Oh, okay. Nein, das gefällt mir nicht. Du kannst gehen. Ich sag. Nicht ihr sollt kommen, sondern ihr sollt gehen. So, dann überlassen wir ihn mal. Und raus mit deinen. Was haben wir eigentlich noch für Kombos? Nur die zwei. Okay. War mir nicht mehr sicher. Ich hätte gerne mal noch ein bisschen mehr Kombos. Das wäre auch schön. So, den nicht überlassen. 3 von 5 erledigt. Das kommt noch 5, sagen wir mal so. Das ist der vierte. Okay, jetzt sind 6. 4 von 6. Gut, jetzt sind 5 von 6. Na komm schon. Dich machen wir auch noch fertig. Und weg. Überlassen. Okay. Cool, ich hab's geschafft. Yay. 6 von 6. Alle tot. Nervt mich keiner mehr. Wie lange soll ich noch klettern? Kayrie Sheridan bewundert ihr Werk gern vom Balkon aus. Folge weiter den Reminiszenen von Bad Request. Ach, ein Sturzgefahr. Oh. Sieht aus, als würde es ziemlich hoch nach unten gehen. Tiefer kann ich leider nicht schauen. Oder jetzt schon. Ja, geht ziemlich tief runter. Keine Treppen, die man benutzen könnte. Würde ich eigentlich lieber machen. Bad Request. Oh. Zweitrunden. Okay. Ja. Komm schon. Glück gehabt. Das war knapp. Ich habe volle Gesundheit. Irgendwo eine Treppe, ein Zaun. Dort unten ist ein Zaun. Und ich kann nicht sehen, was dahinter ist. Okay, wir werden uns das Ding mal
Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet Drohnen, durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite. Immerhin noch ein bisschen Privatsphäre, indem die Drohnen nicht durch Wände sehen können. Was ist da unten? Ah, da haben wir ja schon unseren nächsten Patch. Ein Third Patch. Fehlt noch einer und dann haben wir noch mehr Gesundheit. Bleib dran! Ja, ah, synchronisieren. Okay, die Wand schützt uns vor dem... Wir können nun außenrum. Auch nicht schlecht. So, da sind wir. So. Ich hoffe, dass alles geklappt hat und ich nicht nur mit... Da vorne stand auch schön Bad Request. Der schreibt seine Unterschrift auch gerne überall hin, ne? Da geht's weiter. Okay. Hoch. Hoch. Noch höher. Überlassen, komm schon. Yay. So. Und vergiss es, ich will nicht wieder zurück. Dorthin, wo mein Gedächtnis ist. Ja, auch immer. Neuer Key verfügbar. Okay. In was? Zwei Keys. Er nützt mir im Moment nur überhaupt nichts. Da die. Da habe ich zwei freie, da habe ich zwar kein freies mehr, brauche ich aber nicht mehr. Und da habe ich auch noch ein freies, brauche ich eigentlich im Moment keine, speichere mir die lieber auf. Dein Ziel sollte nun ganz nah sein. Nach welchem Gedächtnis suche ich denn im Kopf dieser Frau? Die Sheridan leitet das Phoenix-Projekt zur Erneuerung von Neo Paris. Mich interessieren die Geheimnisse des Saint-Michel-Damms. Der Damm vor dem Bezirk? Warum? Sagen wir einfach. Ich glaube eben an einen freien Personen- und Güterverkehr. Okay, da bekommen wir nichts. Da drüben ist auch nichts mehr. Hä? Ah, noch einen Memnesist. Muss ich da rüber? Stimmt nicht, ich muss die Maße nochmal checken. Ah, da kann ich dir erinnern, schön klauen. Rauben, wie auch immer. Stehlen. Wo war ich gleich? Der Damm? Nein, nicht der Damm. Komisch. Wirklich komisch. Ja, links, rechts und schaut man. Ja. Hast du die Sicherheitscodes? Übertrag sie mir. Oben sind wir. Deine Bitrate stürzt ab. Man versucht unseren Funk zu kapern. Du musst irgendwo höher rauf. Schnell. Ich muss einen sicheren Kanal finden.